Hi Leute, heute sehen wir uns nicht in League of Legends direkt, sondern auf der Webseite. Es gibt etwas Neues. Ist schon länger auf der Webseite, die meisten von euch werden es schon gelesen haben, aber dennoch, vielleicht haben die meisten von euch auch nicht gesehen, dass mittlerweile ein vierter Eintrag es einen vierten Eintrag gibt, Aurelion Sol, der auch mit dem Targon zu tun hat. Also es geht hier wieder um die Geschichte von League of Legends und ich finde, das gibt mir auch genügend Zeit, um nachzudenken, was ich jetzt statt den Champion-Runden machen werde. Und deswegen gibt es, abgesehen davon, dass ich die Geschichte einfach toll finde, allgemein, denn diese Geschichte habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Alles, was ich jetzt lese, und in den nächsten Folgen auch, denn das wird für alles eine Folge geben. Alles, was ich dann lese, habe ich noch nicht gelesen. Ich hoffe auch, dass das da dann demnächst freigeschalten wird, damit ich das auch lesen kann, denn es gibt ja tatsächlich, ich habe mir das, als es angezeigt wurde in League of Legends im Client selbst, im Spiel also, habe ich mir das angesehen. Da gab es nur Pantheon, Leona und Diana und dann diese zwei leeren Symbole. Und mittlerweile ist Aurelion Sol, nachdem er enthüllt worden ist, auch hier drin. Aber wer ist das? Ich kann auch, wenn ich draufklicke, macht nichts. Also passiert nichts. Ich finde es aber auch, einerseits muss ich sagen, ich finde es schade, dass hier keine Musik ist. Finde ich schade. Naja. Wir werden es sehen. Vielleicht kommt ja dann die Musik, wenn der fünfte Champion hier oder was auch immer da ist, da dazu kommt, enthüllt wird. Kann natürlich auch sein, dass dieser Champion irgendwann erst in 1 oder 2 Jahren enthüllt wird, wenn sie das nächste Mal wieder einen so besonderen Spezial-Champion, was auch weiß ich, machen, so wie Aurelion Sol einer ist. Da gibt es ja jetzt sehr viel, was sie darum machen. Der wird auch demnächst enthüllt. Also der aktuelle Enthüllungspatch ist schon draußen. Das finde ich schön. So, aber jetzt genug gequatscht. Fangen wir an zu lesen. Der Targon. Wie jeder sagenumwobene Ort zieht der Targon Träumer, Wahnsinnige und verwegene Abenteurer an. Wer die beschwerliche Reise zum Fuß des gigantischen Gipfels überlebt, findet sich unter einem Himmel übersät mit Gestirnen, der Sonne und den Monden, aber auch Sternen, Planeten, feurigen Kometen, die durch die Finsternis rauschen, und die zukunftweisenden Konstellationen. Die Menschen, die am Fuß des Berges leben, sehen in diesen Himmelskörpern Aspekte längst verschwundener Sternenwesen, mächtiger und uralter Geschöpfe jenseits aller menschlichen Vorstellungskraft. Der Targon. Der Targon ist der mächtigste Gipfel in Runeterra. Ein imposanter Koloss aus sonnenbeschienenen Fels. Er steht inmitten einer Gebirgskette, die in ihrer Größe einzigartig auf dieser Welt ist. Weit ab von jeder Zivilisation gelegen, ist der Targon fast unmöglich zu erreichen. Nur durch äußerste Entschlossenheit gelangen Reisende hierher. Viele Legenden ranken sich um den Targon. Geschichten über flammende Krieger und mit unglaublichen Mächten, die vom Himmel fielen, um Monster zu bekämpfen. Fantastische Sagen von Göttern, deren himmlische Behausungen hinabstürzten und so den Berg bildeten. Einige Legenden besagen sogar, dass der Berg selbst ein schlafender Titan aus grauer Vorzeit ist. Wie jeder sagenumwobene Ort zieht der Targon Träumer, Wahnsinnige und verwegene Abenteurer an. Wer die beschwerliche Reise zum Fuß des gigantischen Gipfels überlebt, der wird von den verstreuten, stammesähnlichen Gemeinschaften, die dort. Ja, schön. Blödes Ding, das kommt jedes Mal, wenn ich mit Camtasia aufnehme. Blöd ist halt, das hier kann ich mit Traps nicht aufnehmen. Naja, aber für sowas, für Webseiten ist Camtasia halt gut. Egal, machen wir weiter. Wo waren wir? Ach genau. Der wird von den verstreuten, stammesähnlichen Gemeinschaften, die dort ihre nomadischen Lager aufgeschlagen haben, als Pilgerbruder willkommen geheißen. Hier erfährt der erschöpfte Reisende von den Stämmen wie Rakor, die seit Jahrtausenden dem rauen Klima und dem unnachgiebigen Land von Targon trotzen. Diese Stämme sind vereint in ihrem Glauben, dass das Leben im Schatten dieser monumentalen Gebilde
die wahre Bestimmung und von mysteriösen Mächten so vorgesehen ist. Der Hochtempel der Solari steht auf dem Osthang des Berges. Um ihn zu erreichen, gilt es, schwankende Seilbrücken über endlos tiefe Schluchten zu überqueren, gewundene und verwitterte Felstreppen hinaufzusteigen und hauchdünne Vorsprünge zu überwinden, die in schwindelerregende Steile und mit uralten Symbolen und riesigen Götzenbildern verzierte Klippen gehauen wurden. Einige mutige Seelen versuchen den unzugänglichen Berg zu erklimmen, vielleicht auf der Suche nach Weisheit oder Erleuchtung, vielleicht im Streben nach Ruhm oder aus dem tiefsten Seelenwunsch heraus seinen Gipfel zu sehen. Die Bewohner am Fuß des Gipfels jubeln diesen mutigen Seelen zu, wenn sie ihren Aufstieg beginnen, in dem Wissen, dass der Berg sie höchstwahrscheinlich für unwürdig befinden wird. Und vom Targon für unwürdig befunden zu werden, heißt zu sterben. Die schroffen Flanken und die gefährlichen, unwegsamen Hänge des Berges machen es unvorstellbar schwer, ihn zu besteigen. Seine Felsen sind übersät mit den malträtierten Leichen derer, die den Versuch gewagt haben und gescheitert sind. Der Aufstieg ist nahezu unmöglich. Eine Prüfung jeder einzelnen Facette der Stärke, des Charakters, der Entschlossenheit, der Willenskraft und der Hartnäckigkeit des Bergsteigers. Einige steigen Wochen oder Monate lang auf, andere nur einen einzigen Tag lang, denn der Berg ist inkonstant und wandelt sich laufend. Und selbst für die wenigen Glücklichen, die irgendwie lebend am Gipfel ankommen, ist die Prüfung noch längst nicht beendet. Einige, die sich bis zum Gipfel kämpfen, stellen dort fest, dass er vollkommen öd und leer ist. Eine verlassene Weite mit einigen wenigen Ruinen und verblichenen Felsbildern, die kein Mensch je verstehen können. Je wird verstehen können. Ich dachte gerade, dass da fehlt das wird, aber ich habe es nur überlesen. Für einige andere soll der Gipfel hingegen in eine Kaskade glänzenden Lichts gehüllt sein, durch die man Wunder und weit entfernte Panoramen, die verblüffenden, verlockenden Visionen eines mystischen Reiches dahinter sehen kann. Obwohl sie ihr Ziel erreicht haben, den Gipfel zu erklimmen, scheitern die meisten an dieser letzten Prüfung. Sie wenden sich angstvoll von diesem unmenschlichen Reich ab. Von den äußerst, äußerst wenigen, die weitergehen, kehren die meisten niemals zurück. Andere tauchen nach Minuten, Jahren oder sogar Jahrhunderten plötzlich wieder auf. Nur eines ist gewiss: Wer zurückkehrt, der ist bis zur Unendlichkeit Unkenntlichkeit verändert. Die Aspekte. Der Himmel um den Targon herum schimmert voller Himmelskörper. Die Sonne und die Monde, aber auch Sternbilder, Planeten, vorige Kometen, die durch die Dunkelheit rauschen, und glückverheißende Sternenkonstellationen. Die Menschen, die am Fuß des Berges leben, sehen in diesen Himmelskörpern Aspekte längst verschwundener Sternenwesen, mächtiger und uralter Geschöpfe, jenseits aller menschlichen Vorstellungskraft. Manche glauben, dass die Macht dieser Aspekte gelegentlich den Berg hinabkommt, in den leuchtenden Körpern der Bergsteiger, die für würdig befunden wurden. Ein solches Geschehnis ist unvorstellbar selten. Atemberaubende Geschichten über ihre Taten ranken sich um solche Personen, die nur einmal alle paar Generationen auftauchen. Es ist unfassbar ungewöhnlich, dass mehr als ein Aspekt gleichzeitig über die Erde von Runeterra wandelt. Die Gerüchte, dass mehrere Aspekte sich manifestiert haben, haben daher einen schweren Schleier der Furcht und Ungewissheit über die Gegend rund um den Berg gelegt. Welche Gefahren könnten heraufziehen, für deren Bekämpfung die Stärke so vieler mächtiger Wesen erforderlich ist? Wir werden es erfahren! In der nächsten Folge! Bis dahin, ciao!